Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Skyrim. Und wir sind mal wieder in Weißlauf, eigentlich aber in erster Linie, weil wir eine Quest zu erledigen haben. Wir wollen unsere Erinnerung zurückerlangen, was ist damals in dieser Nacht passiert, als wir das Wettsaufen gewonnen. Naja, ich weiß immer noch nicht genau, haben wir wirklich gewonnen oder haben wir nicht gewonnen, weil wenn man auf einmal Kilometer weit entfernt in der fremden Stadt aufwacht, ist man vielleicht nicht unbedingt der Gewinner. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, würde ich mal sagen. Wir machen uns gerade auf den Weg, um unsere neue Waffe zu verzaubern. Ich weiß, dass wir ja eigentlich uns ein bisschen in Abenteuer stürzen wollten, aber da wir heute sowieso schon mal hier sind, werden wir natürlich gleich unseren Elfenkriegshammer mal mit einem... Ja, ich würde sagen, wir nehmen ruhig eine gewöhnliche Seele, oder? Dann kriegen wir einen schönen starken Zauber drauf. Und dann nehmen wir doch einfach mal Frostschaden, würde ich sagen. Mit 18 Frostschaden ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Gehen wir mal so auf... Naja, 5, 6... Ich würde sagen, gehen wir auf 6, da haben wir 115 Ladung, das ist schon mal ordentlich. Und jetzt würde ich den gerne noch umbenennen. Jetzt muss ich erstmal wieder finden, ah, wo ging das nochmal? War das hier hinten oder? Nee. Moment, jetzt... Ugh. Gegenstand verzaubern? Nein, noch nicht. Ich will erstmal... Ah doch, Frostschaden nehmen wir auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur nochmal finden, wo wir das umbenennen konnten. Ach, dass man das auch nicht einfach anklicken kann hier unten, ne? Ah, doch, kann man. Ups, ich habe nichts gesagt und dann nennen wir ihn einfach mal Hammer der Schmerzen. Boah, krass, das klingt doch gut. Hammer der Schmerzen, hochwertig. Den würde ich dann gerne so herstellen, wenn das jetzt möglich ist. Komm schon. Herstellen war jetzt. Jetzt muss ich erstmal wieder hinkriegen, das herzustellen. Leute, ich hasse das. Mit den Menüs hier, das ist echt ein bisschen merkwürdig. Ich weiß auch nicht. Das mach halt. Hammer der Schmerzen. So, herstellen. Los, stell ihn her. Das gibt's doch nicht. Welche Taste ist denn das jetzt hier schon wieder zum Herstellen? Meine Güte, ey. Ich kann nur so nervig sein. Nein, hier wollte ich hier hin. Auf 6 wollten wir bleiben. Ja. So, jetzt wollte ich den Gegenstand umbenennen. In Hammer der Schmerzen. Ist doch nicht so schwer, oder? Enter. So, und jetzt würde ich das Ding gerne herstellen. Dankeschön. Ach, seht ihr wohl, es klappt ja doch. Hammer der Schmerzen hinzugefügt. Oh, meine Güte, war das eine schwere Geburt oder was? Boah, also das mit der Menüführung finde ich absolut kacke, dass sie das immer noch nicht hinkriegen, da unten die Tasten vernünftig anzuzeigen. Ja, was macht ihr denn eigentlich da bei Bethesda? Patchmäßig? Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr macht da irgendwie nicht so wirklich die wichtigen Sachen. So, den Hammer des Schmerzes packen wir dann mal eben auf die Favoriten, die auch immer noch mit F gekennzeichnet sind, obwohl das ganz woanders liegt. Aber gut, ich werde mich da jetzt nicht drüber aufregen. Naja, dafür ist es wahrscheinlich schon zu spät. Hast du zufällig neue Seelensteine mit einer armseligen Seele? Oh, das trifft sich ja sehr gut. Da hat er gleich 4 Stück von. Mächtige Seelensteine brauche ich nicht. Die hier, die winzigen Seelensteine, können wir mal mitnehmen. Und dann haben wir hier noch große Seelensteine. Und kleine Seelensteine hat er nur schon mit Seelen drin. Okay. Jetzt habe ich natürlich keine Ringe mehr dabei. Die haben wir alle abgelegt. Werden wir dann einfach mal demnächst machen. Das muss jetzt ja nicht unbedingt sofort geschehen. Und ja, warum habe ich jetzt Frost genommen? Erstmal aus dem Grund, weil das Ausdauer abzieht. Da habe ich einfach mal Bock drauf gehabt. Und ja, zweitens, weil wir ja beim letzten Mal diesen Skill oder den Perk gewählt haben, dass Frostangriffe bzw. Frostverzauberungen effektiver sind. Und damit wir da dann auch mal was von haben, sollten wir vielleicht einfach mal eine Frostverzauberung uns gönnen, oder? Warum nicht? Davor hatten wir, glaube ich, Blitz und davor Feuer, also ist auch mal schön, wenn wir ein bisschen was anderes haben.
Immer so ein bisschen Abwechslung, ne? Das ist doch schön und... Ah, schaut mal an, Isolda! Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Ja, das ist ja sehr schön für dich. Die Sonne geht auf, Isolda strahlt bis über beide Ohren. Hofft ihr ein Händler zu werden? In Ordnung, wie viel schulde ich euch? Was wisst ihr über die Khajiit? Und ich habe von Handelskarawanen... Ihr habt von Handelskarawanen gesprochen. Ich sage einfach mal direkt, in Ordnung, wie viel schulde ich euch? Es geht mir eigentlich gar nicht ums Geld. Ich hätte euch den Ring nicht auf Kredit gegeben, wenn ihr nicht so offensichtlich verliebt gewesen wäret. Aber wenn es keine Hochzeit gibt, könnt ihr mir wenigstens den Ring zurückgeben. Das war eines meiner besten Stücke. Wisst ihr, was ich damit gemacht habe? Ihr wolltet sofort zu eurer Verlobten gehen, um ihn ihr zu überreichen. Och nee, wisst ihr denn nicht einmal mehr, wo ihr sie zurückgelassen habt? Ich habe nicht und die Ziege geheiratet, oder? Und das, nachdem ihr mir diese entzückende Geschichte erzählt habt, wie ihr euch in Hexennebelhain kennengelernt habt. Kein Wunder, dass sie euch verlassen hat. Oh mein Gott, finde den Ehering im Hexennebelhain. bitte lasst mich euch für den Ring bezahlen. 2000 Goldstücke, mit Sicherheit nicht. Mir ist der Ring egal, erzählt mir, was ich sonst noch gesagt habe. Ich muss unbedingt zur Hochzeit, bitte. Nee, will ich auch nicht. Was war das für eine Geschichte mit meinem verlobten Schatz? Oder? Was wisst ihr über die Khajiit? Ja, komm, sagen wir das hier. Was war das für eine Geschichte mit meinem verlobten Schatz? Wie könnt ihr das vergessen haben? Das war die entzückendste Geschichte, die ich je gehört habe. Ihr habt euch bei Vollmond kennengelernt. Unter dem größten Baum in Hexennebelhain. Während um euch herum die Glühwürmchen tanzten. Es klang wie ein Märchen. Oh ja, das klingt ja wirklich sehr schön. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss brechen. Egal, Leute, wir hauen ab hier. Das wird mir hier langsam zu heikel. Lasst mich mal schnell einen Blick auf die Map werfen. Hexennebelhain. Das ist dort. Oh, das ist ja gar nicht mal so weit entfernt. Da reisen wir einfach mal zur Knochenspitze hin. Oh Gott, da bin ich mal gespannt, wen wir hier geheiratet haben sollen. Lass es nicht die Ziege sein, lass es nicht die Ziege sein, lass es nicht die Ziege sein. Oh Gott, irgendwie ergibt die ganze Geschichte noch gar keinen Sinn. Aber das ist ja meistens so, wenn man ein Blackout hatte, dass man irgendwie nicht mehr wirklich den Zusammenhang hat. Jetzt habe ich gerade irgendwie überlegt, ob wir unser Pferd mitnehmen, aber das war ja gar nicht so weit. Ich werde erstmal hier an der Eisenader so ein bisschen Eisenerz mir erwirtschaften. Und oh, einen Rubin haben wir dort sogar gefunden drin. So, zack, haben wir das geschafft. Die Ader ist erschöpft und... Oh, die Drachenbaumdinger nehmen wir mal mit. Mammuts, da wollen wir nicht hin. Oh, ein Säbelzahntiger. So, dann wollen wir doch mal unseren Pfeil ausrüsten. Obwohl ich den eigentlich gerne noch in Nahkampf haben würde. Oh, der legt sich gerade hin. So, jetzt kommt der böse Grants und schießt dir den Pfeil... mitten in den Kopf. So, wo wird er lang gehen? Hier lang. Okay, dann werde ich mal versuchen. Ah, ein bisschen zu tief gezielt. Aber das ist gar kein Problem. Wir machen erstmal unsere Säbelzahntigerfalle klar, wollte ich gerade sagen. Nein, die Seelenfalle. So, scharf. Zack. Und dann kommt unser neuer Hammer jetzt mal in Aktion. Und dann schauen wir mal. Zuck. Ah, einmal muss ich wohl noch. So, und wir haben eine Seele mehr. Das ist doch sehr schön. Ich würde mal sagen, wir können uns dann gleich den Säbelzahntiger hier auch mitnehmen. Können wir schön ein wenig was für unsere Beschwörungsfähigkeiten tun. Das ist ja nie verkehrt. So, komm mit, Kleiner. Und hier sind wieder diese heißen Quellen scheinbar. Das Wasser sprudelt hier auf jeden Fall mächtig empor. Ja, ja, hier lässt es sich aushalten. Da hinten haben wir schon gesehen, wo die Leute da in den warmen Quellen liegen und einfach das Leben genießen. So, und hier ist jetzt Hexennebelhain, oder was? Was ist denn los hier? Was geht? Was geht? Wollen wir doch mal schauen, ob wir den Ring finden. Na, der Säbelzahntiger ist noch hinter uns. Ansonsten scheint es ruhig zu sein. Was ist denn los? Ist der Säbelzahntiger jetzt schon wieder... Ach, ein Drache. Okay, warum nicht? Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Wow. Und da würde ich mal sagen,
gönnen wir uns gleich mal den Nahkampf hier gegen den Drachen, auch wenn ich das Problem habe. Okay, viel Schaden macht er jetzt gerade nicht zum Glück. Ist auch nur ein normaler Drache. Also was heißt nur, aber die Blutdrachen sind ja um einiges schwerer. Und jetzt werde ich mal eben einen starken Schlag machen. Ja, das hat schon gereicht. Wie schnell war der Drachenplatt? Säbelzahntiger, hast du fein gemacht. So, dann wollen wir doch mal hier die ganzen Drachensachen wieder mitnehmen. Eigentlich, ja, das Stahlschwert brauchen wir nicht. So, okay. Ja, das war jetzt relativ leicht. Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Aber da sieht man mal, wie wir uns doch wirklich weiterentwickelt haben seitdem, oder? Das ging ja echt easy. Ja, ein Drache weniger. Wir haben eine Drachenseele aufgesammelt und... Oh nein, das alte Weib, da haben wir doch nicht geheiratet, oder? Oh Mann, ich habe Panik, Leute. Ich setze hier mal eben Quicksave hin, wenn wir schon den Drachen hier gerade besiegt haben. Und dann wollen wir doch mal schauen. Och, nee. Schatz, ich habe darauf gewartet, dass ihr zurückkehrt, um unsere Liebe zu vollziehen. Sag mal, ist das ein Kerl? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den Ring zurückbekomme. Was? Ihr wollt ihn für dieses kleine Luder Esmeralda mit den dunklen Federn? Ist es nicht so? Sie soll euch nicht bekommen. Ach, Moira, das können wir doch auch anders klären, Süße. Jetzt willst du mir wirklich an den Kragen? Ach, nö. Warum denn? Wir hatten doch so eine glückliche Zeit. Warum wollen wir das nicht einfach in Erinnerung behalten und warum bleiben wir nicht einfach Freunde, Süße? Okay, sie will scheinbar nicht, aber dann gönnen wir ihr immer noch mal einen schönen Finishing-Move. Hallo? 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 Abgeschlossen. Finde den Ehering und nimm dir den Ehering, Hexenrabenfedern. Och, Mann. Jetzt haben wir die kleine Moira getötet. Unseren Schatz. Hatte so ein bisschen was von Gollum, oder? Am Anfang? Ja... Interessante Bude hat sie hier. Oh, Hexenrahmenfedern liegen hier noch en masse auf dem Boden herum. Die sammeln wir uns mal ein. Da kann man nämlich auch ein paar schicke Sachen draus brauen. Und was hat sie hier oben noch hängen? Einfach nur Knochen. Ja, sieht ja auch schön aus. Was? Antwort auf Beros Rede. Oh, Zerstörung hat sich damit verbessert. Sehr gut. Das kann man immer gebrauchen. In ihrem Bett schlafen wir jetzt mal nicht und... Ja, die Schädel lassen wir ihr auch hier. Rote Äpfel. Eieiei. Honigwaben. Schön. Wer weiß, ob wir uns das noch gönnen sollten. Na gut, ich denke, es ist an der Zeit, wieder zurück nach Weißlauf zu reisen. Genau. Um unseren Ehering dann wieder an die gute Isolda. Oh, war das ihr Name? Leute, glaubt mal, ich hab's wirklich mit Namen. Also die vergesse ich irgendwie... So schnell wieder, zumindest hier bei Skyrim. Ruckzuck ist mein Gedächtnis wieder leergefegt. Normalerweise habe ich da, ja doch, ab und an habe ich auch ein paar Probleme in echt, mir Namen zu merken. So, ach, wenn wir gerade an Brisenheim vorbeikommen, lasst uns mal hier einen kleinen Zwischenstopp machen und zumindest die Drachensachen oben in unsere Truhe lagern. Weil die ja doch einiges an Gewicht verschlingen. So, hier in der Truhe war das, ne? Ja, seht ihr wohl Drachenknochen, Drachenschuppen. Dann packen wir hier die Drachenknochen mal rein. Ansonsten den anderen Krams behalten wir jetzt mal. Wo war denn unsere Schmuckschatulle? Hatten wir hier den Schmuck reingetan? Sieht so aus, oder? Dann könnten wir zumindest mal ein paar goldene... Nein... Nein. Warum habe ich das getan? Leute, ich habe gerade alles wieder mitgenommen. Oh Mann. So, den behalten wir. Die goldene Halskette muss weg. Das hier muss weg. Halt, oh, jetzt habe ich die angezogen. Goldener Ring, ich behalte einfach mal 8 Stück. Das heißt, halt, Moment, 30 müssen weg, so rum. Zack. So, der kann weg. Die will ich umnehmen. Oh, Frostresistenz haben wir auch noch. Könnten wir variieren, je nachdem, was wir gerade brauchen. Oder wir könnten auch eine entzaubern demnächst. So, die Halsketten können weg, der Ring kann weg.
bla 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 blub. So. Jetzt habe ich meinen E-Ring gar nicht mehr mit, oder wie? Ach, der ist bei Sonstiges, okay. So, die Barren kommen jetzt auch wieder alle weg. Seelensteine nicht. Granatsteine können auch weg. Stimmt, Diamant und Amethysten können auch weg. Ach, ärgerlich, dass ich die jetzt gerade wieder alle eingesammelt habe. Das war irgendwie ein bisschen... Ja, da habe ich einfach die falsche Taste gedrückt. Makelloser Amethyst. Makelloser Granatstein. Und dann die ganzen Barren hier natürlich. Die brauchen wir auch nicht, wenn wir unterwegs sind. So, Saphir. Den Schmetterling, den finde ich cool. Den behalte ich einfach mal. Winziger Seelenstein. Centurio Dynamo Kern, den könnten wir auch nochmal verkaufen demnächst. Und die zwergischen Metallbarren können auch weg. Gut. Dann haben wir das geschafft. Jetzt wollte ich mal eben, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte nochmal schauen. Stab der Raserei und Stab der Flammen haben wir hier noch mit. Die könnten wir auch nochmal verkaufen. Wir sind ja sowieso gerade in Weißlauf. Aber lass uns erstmal mit Isolda sprechen, die... Was für eine prächtige Rüstung. Da hinten. Aus traditionell geschmiedetem Stahl. Ja, das stimmt. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Ich renne trotzdem erstmal weg. Isolda! Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe... Hier ist der Ring! Wunderbar. Schade, dass es zwischen euch und eurer Dame nicht geklappt hat. Ich weiß, wie sehr ihr euch auf die Hochzeit gefreut habt. Ihr habt immer wieder gesagt, es würde eine große Feier im Morvunskar geben. Ihr hättet sogar magisches Personal, das die Gäste betreuen würde. Oh Mann, jetzt wurde die Karte wieder aktualisiert. Wir sollen jetzt nach Morvuska. Okay. Vielen Dank für deine Hilfe, Isolda. Und ja, wir gehen beim nächsten Mal hier nochmal in die Läden rein und werden unsere restlichen Sachen verticken, die wir nicht mehr brauchen, Leute. Und weiter dem, der Spur hier nachgehen, was genau in dieser Nacht damals passiert ist. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du zugeschaut hast und würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.